Ja, noch einer, oder? Ja. Zeig dich. Nähern uns der Steuerungsstation. Das ist sie. So, einer war da noch, oder? Zu kurz. Das ist die Steuerung. Bring mich rein, dann prüfe ich, ob die Codes noch funktionieren. Mach ich. Also es wird gleich auf jeden Fall nicht ohne sein. Okay, kommunizierende Kryptosysteme. Kennsatzbasierte Sicherheitscodes verifiziert. Es funktioniert. Da draußen, die
die Anlage. Sie öffnet sich. Was nicht gut ist. Unglaublich. Sie wird aktiviert. Handschiffe der Scham. Los, aufsehen. Boah, Schnitzel. Scheiße. Boah, was? Er hat's in sich. Wo ist er hin? Das war's. Ah, Gott sei Dank. Das musst du dir ansehen. Die Anlage wird von Rasputin gesteuert, dem letzten Kriegsgeist. Ein bisschen Items einsammeln. Aber er ist mit Verteidigungsstrukturen im ganzen System. Es wird zu etwas geben. Etwas, das uns hilft, die Dunkelheit genauso zu überleben wie Rasputin. Ja, das war eine typische Mission in Destiny. Ich finde es eigentlich ganz cool gemacht. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes.
Okay. Dann zeige ich euch mal das Inventar. Also das ist mein Charakter. Das maximales Level jetzt für die Beta ist Level 8. Und die Klasse ist eine Jägerin. Und mit den Items ist ja ähnlich wie bei anderen Online-Rollenspielen. Also grün ist das schon besser als weiß. Dann gibt es noch lilane und so weiter und so fort. Also ganz genau weiß ich es auch noch nicht. So. Dann gibt es noch ein normales Inventar, wo man sammelbare Gegenstände dann liegen hat. Wenn man zum Beispiel Waffen auseinanderbaut, dann bekommt man Waffenteile. Wenn jetzt zum Beispiel hier diese Waffe kann ich dann zerlegen mit X. Dann bekomme ich Geld und Waffenteile. Und das landet dann in diesem Inventar. Wofür man die braucht, weiß ich noch nicht. Hab da bisher noch keinen Händler oder Handwerker oder sonstiges für gefunden. So, hier unten, das sind Beutezüge, Aufträge, die man annehmen kann, bis zu 5. Sieht man halt schon, was man da alles machen kann. Das ist jetzt Schmelzziegel ist für PvP. Also die roten sind PvP und die blauen sind für Ruf. Sogenannte Vorhut in dem Fall. Jo, was gibt's noch? Einstellungsuninteressant. Hier unten geht es noch weiter. Kann man noch sein Fahrzeug, sein Sparrow ändern. Dann kann man andere Modelle kaufen. Den Geist, da wird es wahrscheinlich auch andere Skins für geben oder mit Attributen, ich weiß es nicht. Das ist das Sprungschiff. Da gibt es auch andere noch zu kaufen. Und das ist das Abzeichen, was ihr hier oben sehen könnt. Das kann man nach Belieben ändern. Man kann sich auch neue dazu kaufen. Jo. Dann fliegen wir nochmal zum Turm. Kann ich euch auch noch was zeigen. Ja, Ladezeiten könnten ein bisschen kürzer sein, aber ist okay. So, da sehen wir jetzt schon rechts so ein grünes Ausrufezeichen. Und das hat damit zu tun, weil wir jetzt Moment, da Items haben, die halt noch entschlüsselt werden müssen. Wie hier auch. Das kann man halt hier machen lassen. Das kostet auch nichts. Dafür bekommt man noch so ein paar Punkte. Das sind nämlich diese hier Rufpunkte. Für die Kryptoarchäologie. So, somit haben wir die Items entschlüsselt und können die dann auch dementsprechend benutzen. Nehmen wir schon mal besser.
Und hier die Brustschutz ist auch besser. Ja, schick. Jo. Ja, ich denke mal, es reicht auch für heute. Oh, hier, Fußball. Hier los. Wo ist denn der jetzt hin? Ach, da. Cool ist das denn. Na gut. Okay, dann mache ich hier mal Schluss. Ich hoffe, ich habe euch noch einen kleinen Einblick geben können. Ich hoffe, dass es jetzt alles funktioniert hat. Und ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann in der Vollversion. Bis dahin. Ciao, ciao.